Antworten. Ah ja, ich meine du. Wie hast du es reingeschmuggelt? Das will ich eigentlich gar nicht wissen. Bist du bereit, diese fiese, mordende Fledermaus ein für alle Mal zu stoppen? Natürlich bin ich das. Er wird dafür bezahlen, was er ihm angetan hat. Dann gib es schnell her. So, gut. Dann gehen wir am besten durch den Gang. Verständlich. Du bist keine Konkurrenz für mich. Das hätte ich also vorhin schon schaffen können. Naja. Oder neulich besser gesagt. Das ist schon ein bisschen her, wo ich das finden mag. Maxi Zeus. Angesichts seiner Geisteskrankheit hielt sich der Bandenchef Maxi Zeus eines schönen Tages für die Verkörperung des gleichnamigen olympischen Gottes. Also scharte er kurzerhand eine Horde williger Jünger um sich und stieg in der Unterwelt von Gotham City zu einer festen Größe auf. Seine kriminellen Fantasien werden von seinen Gefolgsleuten in die Tat umgesetzt und, das denkt er zumindest, von den griechischen Göttern überwacht. Naja. Da haben wir das und da haben wir das. Und dann fehlt ja hier nur noch eigentlich. Achso, zwei fehlen noch. Na gut. Karte. Ein einziges Rätsel noch übrig. Naja. Na gut, da geht's nicht weiter, muss ich aber auch nicht. Wir sind ja hier durch. Yeah.
Gut. Cool. Ja, die geht gerade aus, weil dann nach Nord. Ob Ost oder Nord ist ja erstmal scheißegal. Geht doch noch aus? Mann, die auch so blöde Scheißbeit. Ja, ich nehm doch. Ist ja eh erstmal zur medizinischen Abteilung, also von daher. Aber ganz egal, was er ist, nur in seiner Gesellschaft zu sein, ist sowohl irritierend.
Danke, Edward. Ich bin hier, um dir zu helfen. Das sind wir alle. Verzeihen Sie mir meine Arroganz, Doktor, aber wenn Sie glauben, dass ich Ihre Hilfe brauche, dann, naja, sind Sie hier genau richtig. Sehen wir die Sache mal aus einem anderen Blickwinkel. In deinem Leben hast du dich auf bizarre Fallen und verwickelte Hinweise spezialisiert, die meistens mit dem Tod der unglücklichen Teilnehmer enden. Und wenn die Bürger Gothams schlauer wären, wären meine Spiele nur eine amüsante Ablenkung. Anstatt Todesfallen. Sie sollten mir wirklich danken. Ich merze die Unwissenden, die Dummen, die Nutzlosen aus. Aber keine Sorge, ich bin sicher, Sie wollen überleben. Was für ein hübsches Foto auf Ihrem Schreibtisch, Doktor. Ihre Familie. Vielleicht Ihre Mutter. Stell das hin. Raus hier. Sofort raus. Machen! Alfred Pennyworth. Nach einer abwechslungsreichen Karriere stand Alfred Pennyworth als Familienbutler in Diensten der Waynes, als diese ermordet wurden. Alfred nahm den jungen Waisenknaben daraufhin unter seine Fittiche und unterstützte ihn widerwillig bei dessen Verwandlung in Batman. Seine vielfältigen Fähigkeiten in so unterschiedlichen Gebieten wie der Kochkunst und der Medizin machen ihn zu Batmans wichtigsten Verbündeten. Sein förmliches Auftreten diente dem dunklen Ritter gleichzeitig als bodenständiger Anker und Schutzwall gegen alle, die das Geheimnis von Bruce Waynes wahrer Identität aufzudecken drohen. Jo. Gut. Karte. Okay, da ist sie. Wieder ertappte ich mich dabei, wie ich ihn ansah. Keiner kann ihn heilen. Er lacht denen ins Gesicht, die es versuchen. Amadeus hätte ihn nicht leben lassen. Das sollte ich auch nicht. Ein letzter Schluck Cognac und ich war soweit. Kann denn da was sein? Okay, das ist mir klar. Sicherer Zugang. Wirst du deinen Hut vor Harley ziehen? Ja, wieso? Die Hektar schon gefangen genommen. Patientenbeobachtung. Operationssaal. Röntgenraum. Sanatorium. Sein soll.